Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu diesem Informationsankündigungsvideo-Gedöns. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, ein neues Format auf meinem Kanal zu eröffnen und nicht irgendein Format, nein. Ich plane nämlich den Anime-Talk. Ja, warum eigentlich Anime-Talk? Ich liebe Animes. Erklärung. Nein, nicht nur. Ich habe ja als mein 550 Abonnenten-Special meine Top 15 Animes vorgestellt, was ein bisschen zu früh war, denn jetzt habe ich Death Note geguckt und der taucht da nicht auf. Also das, mein Leben ist zerstört. Nein. Aber es gibt einfach ein paar Animes, über die ich nochmal reden möchte im Detail. Zum Beispiel habe ich ja jetzt auch die zweite Staffel von Diabolic Lovers geguckt, über die ich gerne einfach nochmal reden würde, was erzählen würde. Und ja. Warum nicht? Ich möchte einfach auch Animes ein bisschen mehr auf meinem Kanal vertreten. Keine Sorge, das wird nur zusätzlich sein und auch nicht allzu häufig sein. Also das wird sein, wie wenn ich einen Livestream nachträglich hochlade, dass es manchmal ein Zusatzvideo dementsprechend geben wird um 15 oder 18 Uhr, keine Ahnung, an irgendeinem Tag. Und ja, braucht ja auch immer sehr viel Bearbeitungszeit und ne, was kann ich zeigen, wie viel darf ich zeigen und was nicht, wo dreht YouTube auch durch, wo drehe ich durch, man weiß es noch nicht, man munkelt hart, das muss ich alles dann noch testen und herausfinden, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein paar Sachen freuen und die erste Folge von Anime Talk wird definitiv, da bin ich mir ziemlich sicher, werden wir über Death Note reden, weil das muss einfach sein, ich liebe diesen Anime, ich habe ihn erst vor kurzem geguckt, ich bin gerade dabei, die Realfilme zu gucken, nicht Netflix, über den Netflix-Film reden wir nicht. Da reden wir einfach nicht drüber, okay? Wir tun es nicht. Nein, aber es gibt ja diese geniale Realverfilmung, diese Trilogie, Death Note, Death Note The Last Name und Death Note L Changes oder Changed the World. Und die Filme sind wirklich goldig. Absolute Empfehlung auch von mir. Aber wie gesagt, zu Death Note kommen wir eigentlich erst später im ersten richtigen Anime-Talk-Video. Das hier ist nur die Ankündigung und freut euch drauf. Und ja, wann die erste Folge davon kommen wird, keine Ahnung. Aber ich habe mir schon so ein paar Sachen ausgedacht und wir werden über gute Animes reden, über schlechte Animes, die ihr euch auf keinen Fall ansehen solltet und warum ihr das nicht tun solltet und welche ihr euch angucken solltet und warum. Und in diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das sehen solltet und bis zum nächsten Mal bei was auch immer ich mache. Eure Vampi. Ciao!